Namaste, mein Name ist Matthias und ich möchte dich ganz herzlich einladen zu einer Weiterbildung Yoga und Gesundheit, funktionales Yoga-Training. Natürlich soll Yoga Fun machen. Und ich gehe ein bisschen von der Frage aus, wieso hast du oder habe ich überhaupt angefangen mit Yoga zu praktizieren? Weil mit dieser Frage kommen die Leute auch am Anfang zu dir ins Yoga, in Yoga-Unterricht und haben irgendeine Vorstellung, dass Yoga ihnen etwas bringt. Im Yoga einfach einen Alltag. Dann vielleicht mehr Kraft, mehr Beweglichkeit, mehr Energie, mehr Klarheit, mehr Resilienz, mehr Bewusstsein im ganzen Körper, aber nicht nur während der Yogastunde, sondern auch im Alltag. Also das, was sie mitnehmen nachher für ihren Sport, für ihren Alltag, für die Arbeit, mit der Familie, dass es mir einfach gut geht die ganze Zeit. Das ist doch echt das Ziel vom Yoga. Und da möchte ich ansetzen mit dieser Folge. Weil oft kommen die Leute ins Yoga und da fehlt ein gewisses Training für Kraft, also Muskulatur, für die Faszien, das Bindegewebe und vor allem auch für die Ansteuerung, also gesunde Bewegungsmuster, Ansteuerung vom Nervensystem. Und wenn wir oft Yoga machen, repetitiv und Übungen machen, ohne Idee, wieso man sie genau machen und auch gewisse Übungen, die vielleicht gar nicht so förderlich sind für den Alltag, dann hat vielleicht die Schüler gar nicht so viel Freude und du selber auch. Ist einmal toll, okay, den Spagat zu machen und da lerne ich sicher auch etwas dabei, den Weg, wo ich dort angehe. Aber im Alltag brauche ich den Spagat vielleicht nie. Also bringt man dann nicht so viel. Das ist echt eine tolle Pose und das ist die Hölle sein. Wir werden eine tolle Pose machen. Aber der Fokus von dieser Ausbildung liegt wirklich dort, optimale Bewegungsmuster zu trainieren und zu lernen. Was tut dem Körper wirklich gut und was nicht so. Von innen, von der energetischen Ebene, aber auch vom körperlichen Ebene. Ganz ein einfaches Beispiel. Chaturanga, beim Vinyasa, die Position, Stützposition, kennen da alle. Und am Anfang, wenn die Leute keine Kraft haben und nicht wissen, wie die Energie von der Hand über die Arme, Schultern ins Zentrum bringen, nachher gibt es irgendwie eine schlechte Haltung und das ist eigentlich eher nicht förderlich. Einfacher Bewegungsgehen, wenn du die Hände in der Stellung, wenn sie fix am Boden sind, nach außen drehst, automatisch über die Armlinie werden die Schultern integriert und mit dem Rumpf verbunden. Und das gibt dann im Alltag auch Kraft, wenn ich irgendeine Bewegung mache, wenn ich Welle fahre oder etwas schlüpfe, dass die Schultern integriert sind und weniger Schmerzen im Nacken und in den Schultern. Trapezius vorhanden ist. Und so werden wir Schritt für Schritt den ganzen Körper durchgehen und erfahren, wie ich Yoga-Positionen noch besser machen kann, wie ich vorbereitende Übungen machen kann, wie ich die Faszien trainieren kann, wie ich die Gelenke super zentrieren kann. All das, was wichtig ist, nicht nur die Yoga-Position, sondern was einfach im Alltag förderlich ist. Und ich würde mich ganz sehr freuen, wenn du Fragen hast, dass du dich bei mir meldest. Ich würde mich freuen, mit dir zu praktizieren in einer Weiterbildung und würde mich freuen, von dir zu hören. Namaste.